Hello, Jano. Today at school, I got my history essay back. I wrote about Vikings. I love Vikings. Geh ich lieber hier rüber? Mr. Collins didn't like it. Oh. I won't be showing this to Mum. Kann ich hier was machen? Ah! Okay. She has enough to worry about. Vikings are the best. They're tall. Ja, was ich total vergessen habe. Herzlich willkommen zurück zu Lost Words Beyond the Page. Entschuldigung, ich war hier irgendwie gerade so von den Wikingern besessen. And strong. They love conquering. And fire. Vikings are basically all kinds of awesome. I could really use some awesome right now. Ja. I got her old photo album out. I wanted to see Gran like I remember her when she was awesome. Ah, okay. Oh, dass das nicht beim ersten Mal direkt weggeht. Beziehungsweise sich füllt. Ja, was soll ich noch machen? Ach, soll ich die Kanten besser machen, oder wie? Dann nimm es doch auch an, Mann. Hier vielleicht noch? Ne, da ist schon alles. Hallo. Ich hab doch alles gemacht. Mach weiter, bitte. Oder ist hier noch irgendwas zum Erinnern? Nee, loslassen reicht auch nicht. Draufstellen geht auch nicht. Muss ich da jetzt rüberspringen oder so? Aber daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Ah! I close my eyes. I see her in that horrible bed. We're visiting the hospital later today. When we arrived, Gran was asleep. Her skin looked so thin, almost see-through, like tissue paper. She was Gran-shaped, but empty. I mean, that's silly, right, Journal? It's just Gran. But somehow it isn't. It's not her! She woke up after a few minutes, but it didn't seem like she knew who we were. Why? Why is this happening? Why her? It isn't fair! Why, Journal? Wie soll ich nur damit fertig werden? Gran still can't speak properly. It's so cruel. She can't tell us anything. Like what she wants to eat. Or how she feels. And what's worse, everyone pretends they're having a real conversation with her. But they're not! Oh. You're doing fine, Barbara, the doctor said to her. You just need some time. Hospitals should make you better! Ja.
Es wird nicht immer besser im Krankenhaus. She's so ill now. I want her better now. Just wait. Time is a healer. I thought that was his job. I wish I could help her. It makes me so mad. The nurse said it was dinner. Mum had ordered Gran soup and a jacket potato. Was? Aber wir konnten bleiben, falls wir Oma beim Essen halfen. Warum sollte sie Hilfe brauchen? To eat by herself. She kept dropping her cutlery. Ach so, ich dachte. Oh je. Ach so, da komme ich auch so hoch. Ich wollte gerade sagen, so geht das dann aber nicht sehr gut. Oh komm. Nein, andersrum. Ja, fast. Then I noticed. Mum had ordered her mushroom soup. Mushroom. Gran calls them nature's bogies. Oh, das ist so süß illustriert, ganz ehrlich. Ja. Ach so, ich drück gar nicht B. Sag das doch. Moment. Das fällt schon, sehr schön. Als würde Mama sie nicht mal kennen. I reminded Mum about the mushrooms. She got that look and banged the spoon against the bowl. There was lip passing. But looking at Gran, I had to help her. Okay, ich dachte, dass man zumindest den einen Schritt machen könnte. Darf man nicht? Oh, okay. Still had some loose change. So I ran down to the entrance hall where I'd seen a vending machine on the way in. Egg sandwich! Hurrying back to 305, I couldn't help but grin. They didn't let me back in. Adult talk. Wait outside. That's what they said. So I waited on a bench until Mum came out the room. She said nothing. Just took me to the car. We didn't speak a single word. Not at the car park. Not during our drive home. Dad had made pies for tea. I just wasn't hungry. Dad said I needed to eat. I said, if Gran wasn't going to eat, neither would I. He sent me to my room. I slammed the door really loudly and flumped onto my bed. I still had the egg sandwich. It was all mushed up. Everything is all mushed up. Yes. Dad is mean. Oh. Mum doesn't care. And Pie is stupid. Maybe I should just try to write my story. Let's see. Last time, Robin was plunging down into the dark below.
But the djinn's spell slowed her fall. Down and down she went, tumbling, helpless. Then and there, Robin started to... Vielleicht konnte sie etwas packen, vielleicht konnte sie jemand hören, vielleicht war einfach alles nur zu weit weg. Naja, ja gut, fuchteln. Schreien würde ich jetzt nicht. Also, ich sag mal fuchteln. Thrash! But the darkness didn't care. As Robin hurtled through the darkness, her helplessness no longer made her feel scared. It made her feel frustrated. Angry. She wanted answers. The djinn's magic gently released her into the unknown. Now where am I? Okay. Och nein, wir haben nicht alle beim ersten. The ground was warm to the touch. At least it's quiet. Just my luck. And what's that? Molten stone. She'd seen nothing like this in her forest home. I really miss my reading nook. Kann ich denn irgendwas mit der Lava machen? Oh ja. Okay. Gucken wir jetzt erstmal hier weiter. Kann man die vielleicht reparieren? Kann man ausprobieren? Nee, ich dachte, vielleicht wird sie dann irgendwie zu Stein oder so, aber gut. Offensichtlich nicht. A stalactite hung above, looking decidedly precarious. Okay, den können wir wahrscheinlich erstmal brechen, ne? Ach so, okay, leichter als ich dachte. None of this seems welcoming. None at all. Careful! Oh. What okay. Is this? Nature of the ceiling. Mhm. Das heißt, die kommt gleich runter, ja? I knew it, I knew it, I knew it. Ah, okay. Aber ich kann es so noch nicht erreichen. Ja, A kann ich nachvollziehen. Gucken von hier aus. Ja, von hier aus geht's perfekt. As the sound got closer, Robin realized she would soon face its maker.
Okay, ist das so eine gute Idee, da jetzt runterzuspringen? Okay, here we go. Oh je. Fire and flame wrapped her form. Hey! Stop that! You'll bring the whole cave down! But the giantess just kept on pounding. Yeah, just ignore me. It's not like I might die over here. Okay. Okay, erstmal nach oben, würde ich sagen, wenn ich denn da hochkomme. Hallo? Nein! Wieso komme ich da nicht rauf? Ist das neue Kleine? In der Mitte? Ach so. Okay, den haben wir schon mal. Dann. Ich sehe nichts. Es wäre schön, wenn ich mehr sehen würde. Okay. Hä? Okay, perfekt. Dann warten wir. The lava gently bubbled, as if to mock her lack of progress. Ich denke mal, wir müssen das erstmal brechen, damit das nach oben geht, oder? Oder muss ich was mit der Lava machen? Die Lava blubberte sanft, als würde sie... Okay. Ja, perfekt. Okay. Toll. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah. Hallo. Nein! Och, das ging noch höher. Na toll. Ah, ernsthaft, Leute. The lava gently bubbled, as if to mock her lack of progress. Ja, ja. Das ist ja auch alles schön und gut, aber ich muss den rechten hier haben. Oder? Jetzt kommt der nicht mehr runter. Willst du mich jetzt veräppeln? Der nochmal runter, dann muss ich das wegnehmen. Hallo? Kommst du nochmal? Oh. I won't let it end that way. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ist das jetzt verbuggt oder ist das so gewollt, dass der jetzt da oben hängt? Ich bin mir nicht sicher. The lava gently bubbled, as if to mock her lack of progress. Ja, habe ich ja verstanden. Oder muss ich da vielleicht irgendwie brechen? Okay, anscheinend hat das mit dem Brechen überhaupt nichts geholfen beim letzten Mal. Okay, schweben ist okay, aber wieso hilft das bei dem nicht? Der kommt ja nicht mehr runter da oben. Nur das hier. Hm. Oder muss ich das durchgehend schweben lassen? Das kann natürlich auch sein. Weil da links scheint das ja so zu funktionieren. Auch jetzt sag mir bitte nicht, dass das verbuggt ist. Komm. Och, ich hasse sowas, ehrlich. Aber irgendwie scheint es doch mit Brechen auch zu funktionieren hier, oder? Hm. Kann ich das irgendwie reparieren? Ich will, dass das Ding wieder runterkommt, Mann.
Boah, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich meine, der linke, der funktioniert wunderbar. Und der rechte, der kommt überhaupt nicht mehr. Oder kann... Nee, ich kann aber auch nicht darüber springen, oder? Nee, nee, da bleibe ich oben hängen. Och, das kann doch jetzt nicht das Ende hier bedeuten. Ernsthaft, Leute. Muss ich das mehr in die Mitte ziehen oder so vielleicht? Irgendwie hier unten, keine Ahnung. Das ist ja alles das Gleiche. Och, kommt, Leute. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann nochmal einen kleinen Neustart mache und wir uns dann gleich hier wiedersehen. Ich hoffe, dass es dann zumindest funktioniert. Bis gleich. Ja, wir machen es jetzt anders. Wir nehmen jetzt erstmal Schweben. So. Holen uns das erstmal. Brechen das dann frei. Dann stelle ich mich da drauf. So. Und dann hoffe und bete ich, dass es jetzt funktioniert. So. Oh. Okay. Wunderbar. Immerhin etwas. Das Schöne ist, der ist wenigstens kurz vorher reingegangen. Brech doch mal hier. Da auch. So. Okay. I need it. Boom. Nicht, dass von oben gleich was runtergeknallt kommt hier. Nicht darauf. Soll ich ein... Achso, muss ich das schweben lassen eventuell? Kann ich nicht? Ja, das ist ja geil. Ah, Moment. Nee, da oben. Ach, da kann ich durch. Nein, schließe. Ich muss das Brechen aufnehmen. So. So. Nee, da kann ich nicht durch. Hä? Aber wenn ich doch nicht da hochkomme... Oder muss ich die Lava hier nochmal... Kann ich auch sein. Ah, das sieht gut aus. Hätte ich auch direkt drauf kommen können. Okay. So, erstmal das Glühwürmchen. Da geht es leider nicht weiter. Ich hatte schon gehofft. Aber nein. Okay. So, vorsichtig. No, not again. Doch. Going to ja. Give way. Ah! Right. Not listening or ignoring. I don't care. I have to stop her. War da nicht gerade ein Glühwürmchen? Inside Robin was a white, hot rage. Oh, okay. Okay, da muss ich dann vermutlich... Hey! You! ...schweben. Also nicht ich, aber die Steine müssen schweben. Hey, whoever you are. Nein! You nearly killed me. Oh. Hey, are you listening? Leave me alone. No, 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 no.
That's not fair. What is wrong with you? What's wrong with me? Ja, ich schätze, dass das wohl ihre eigene Wut sein wird. I really need to get out of here. Hallo? Was war das gerade? A timely exit. Robin didn't quite know what she'd encountered. Na, ich denke ich schon. Sheesh. She's so angry. The thought stuck with Robin. What's wrong with her, I wonder? Whew. I think I need a breather. A place to rest. Robin was beginning to feel the burn of loneliness. Robin's thoughts drifted back to the burning giantess. Why would she be so full of rage? She must have felt alone. Imagine being stuck in a cave, all by yourself. I go bonkers too. Robin vowed to be more understanding. If they met again. Okay. Brennen. Aha. Bleibt das jetzt drin? Das ist so blau. Ich glaube, nur die roten gehen weg, oder? As the light pushed back the darkness. Heaviness lifted from her heart. That was strangely satisfying. Kann man das hier anbrennen? Oder nur runter machen? Ich lasse es mal erstmal so stehen. Brechen wir das Ganze erstmal runter, damit wir da hochkommen. Hoffe ich zumindest. Ja, passt. Okay, mit den Pilzen hat das anscheinend doch nichts zu tun. Oder doch? Es geht nach unten. Okay. Yeah. Wait. Ja. Oh no. Not again. Doch. Robin was adrift on the current. Without control. Lost on the flow of lava. Geh runter. Oh. It would take her where it wished.
Nein, doch, habe ich noch. Oh. Nein, nicht schneller. Das wird mir zu kompliziert, wenn es schneller ist. Ach. Okay. Okay, aber das ist das Ende. Perfekt. Ja, 20 von 20. Okay, Robin. Remember. Empathy. You again. She isn't listening. Run, Robin. Run. Oha. Wenn ich hier irgendwas machen muss, dann verkacke ich gleich. Oje, oje, oje. Ja, mach, komm. Krabbel. Ach du Scheiße. Darauf war ich nicht eingestellt. Debris was flying everywhere. Oje, oje, oje. Oh, mach schneller. Nein. Sunlight. Freedom. Dann lauf. Take a few deep breaths. Yes. Helps. As her anger left, it brought a change. Oh. You did it again! Lump's anger gone. Lumpy! Lump? Nice to meet you. I'm Robin. Sorry I was so angry. Lump's sorry too. Lump scares Lump when Lump's so big. Lumpy, bleib stehen, du bist so niedlich. I'm looking for a dragon. Have you seen it? What? Dragon? I'll show you. But first, we need to get out of here. Darf ich denn noch rausgehen? Robin noticed a boomstroom she hadn't seen before. So, da oben. We did it! We're free! Free!
You coming? Lump likes Robin.